Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Arcom Technik Center und zwar mit dem Arcom BTO High-End Gamer i7-4090 für 3.299 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Ferold Bull und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir zuallererst zu dem Bild. Das ist halt das ganz normale Gehäusebild mit diesen beiden RGB-Lüftern. Man sieht auch jetzt nicht, was da drin verbaut ist. Kann man so machen. Klar, wenn es jetzt seitlich gestellt wäre, wäre es vielleicht sogar besser für den Kunden, weil er sich dann unter dem Gehäuse was Besseres vorstellen kann. Aber so ist es jetzt halt. Immerhin schmeißen die nicht mit irgendwelchen Fake-Sachen durch die Gegend, irgendwie beleuchteter Rahmen, der nicht drin ist oder so. Ne, ihr wisst, was ich meine. Übrigens steht hier auch noch BTO, Build to Order, nach Bestellung gebaut. Das heißt, die haben die nicht fertig da stehen, weil der Prozessor, der hier drin ist, der ist ein bisschen älter, sondern die bauen den wirklich erst, wenn den jemand bestellt. Kommen wir auch direkt zum Prozessor. Das ist ein Intel Core i7-12700KF. Der hat 12 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 190 Watt reinschrauben im Turbo. Wenn man ihn ungebändigt lässt, pfeift er sich auch 230, 240 Watt rein. Das weiß ich, weil ich den auf meiner Testbench habe. Ansonsten unterstützt er noch DDR4 3200 MTS oder DDR5 4800 MTS. Auch den ganz easy im DDR5-Bereich mit 6000 betreiben. Gar kein Problem. Sofern es eben nur zwei Riegel sind. Ne? Also mit vier Riegeln wird das dann immer ein bisschen schwieriger. Bei zwei Riegeln definitiv. Das ist immer noch ein guter Prozessor. Allerdings schon zwei Generationen zurück. Wir sind ja schon in der 14. Generation. Beim Gaming, ja, macht das jetzt nicht so krass viel aus, weil es halt wirklich ein guter Prozessor ist. Mit dem könnt ihr auch streamen, habe ich ja selber auch alles damit gemacht, das passt schon. Aber man bekommt halt für diesen Endpreis von dem PC schon einen 14.900 teilweise. Braucht keiner. Ich habe eben welche mit 14.700 rausgesucht, gucken wir uns gleich noch an. Aber ja, man hätte da durchaus einen aktuelleren nehmen können. Und der kostet 239,13 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, also 2x16 GB DDR4 3600 MTS mit RGB. Das Ding ist halt, wir wissen nicht genau, was wir bekommen. Es gibt verschiedene RGB-RAM-Typen. Ich nehme jetzt den 3600er CL18, es könnte auch CL16 sein, wenn ihr Glück habt. Aber da sie es nicht dabei schreiben, gehe ich von CL18 aus. 32 GB ist ja schon mal nicht schlecht, auch in dem Preissegment. Aber DDR4 ist halt, ja, mittlerweile kann man schon fast sagen, veraltet. Ich weiß, die Intel-Prozessoren unterstützen beides, aber auch bei dem Preispunkt, komme ich jetzt wieder drauf zu sprechen, kann man halt auch schon DDR5-Systeme kaufen. Deswegen gut finde ich das jetzt nicht. Man kann es natürlich so machen, es funktioniert, ja, aber definitiv DDR5. Und der kostet 96,40 € bei csvdirekt.de. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4090, auch hier wissen wir nicht genau welche. Deswegen nehmen wir mal die günstigste, ist in dem Fall immer noch die MSI, ist schon jetzt etwas länger so. 4090, die Top-Grafikkarte schlechthin aktuell noch, auch in 4K könnt ihr die Titel einigermaßen sauber spielen. Es gibt immer wieder Ausreißer. Es kommt immer darauf an, was ihr benutzt, Raytracing, DLSS oder sonst was, sage ich ja jedes Mal mit dabei. Deswegen findet ihr einen FPS-Test in der Videobeschreibung. Und die kostet 1.735 € bei eBay über Luxusbase. Die SSDs, also es sind zwei Stück, sind zweimal Lexa NM710 1 TB, also insgesamt 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4500 MB die Sekunde. Warum man jetzt zweimal 1 TB nimmt und nicht direkt halt einmal 2 TB, erschließt sich mir nicht so ganz. Zumal die 2 TB SSD von der 710er hier günstiger ist als diese beiden jetzt zusammen. 2 TB ist schon mal nicht schlecht. Bei dem Preispunkt hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ihr kennt mich ja, aber damit kommt er erstmal eine Weile aus. Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist auch okay. Und die kostet 69,95 € bei Mindfactory, packen wir zweimal so in den Warenkorb. Das Mainboard ist ein MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Und auch hier, natürlich, müssen wir ein DDR4-Board nehmen mit dem Sockel 1700, hätten sie auch direkt ein DDR5-Board nehmen können. Natürlich müsste dann der RAM geändert werden, ne? Ihr wisst aber, was ich meine. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden und hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil der Kühler das überdeckt. Und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder was auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB-Typ-C ist mit am Start, Netzwerk Anschluss, Onboard-Grafikanschlüsse bitte nicht benutzen. Es ist sowieso ein KF-Prozessor, der hat keine integrierte Grafikeinheit.
Und PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ist jetzt nicht das beste Board, ihr könntet da theoretisch aber sogar noch einen 14.000er drauf laufen lassen, wenn ihr das möchtet. Aber ihr kauft ja keinen fertigen PC, wenn ihr dann hinterher den Prozessor selber wechselt, dann könnt ihr auch direkt selber bauen. Es gibt deutlich bessere Boards in dem Segment, braucht man nicht drüber reden, aber ja, ist okay. Und das kostet 131,99 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Cooler Master HAF 500 Gehäuse. Das bringt schon zwei 200mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind, und einen 120mm Lüfter im Heck, auch RGB beleuchtet, hat eine Mesh-Front, wird schon irgendwie funktionieren, muss ja euch gefallen und nicht mir. Ich mag solche Gehäuse mit diesen riesen Lüftern nicht, aber jeder so, wie er mag. Und das kostet 111,90 € bei XCOM. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M mit 1000 Watt 80 plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist wie gesagt Gold zertifiziert und vollmodular, 1000 Watt. Reicht ganz dicke für dieses System, 850 hätten auch gereicht, aber schön, dass es dabei ist. RTX 3.0 ist auch schon mit dabei, für die Grafikkarte ist auch in Ordnung, kann man nicht meckern. Und das kostet 139,89 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch 2 Jahre Garantie, gut, das ist irgendwo Standard. Microsoft Windows 11 Pro ist das aktuellste Betriebssystem, kann man natürlich so machen. Und das kostet 39,90 € bei IT Hardpulse. Die Wasserkühlung ist eine Cooler Master Master Liquid ML360L ARGB V2. Ja, ist halt eine 360er Wasserkühlung. Ist auch gut gewählt für diesen Prozessor, wie gesagt, der kann sich eine Menge reinschrauben, über 200 Watt. Also wie gesagt, ich hatte ihn mal so auf 230 Watt und da ist eine 360er Wasserkühlung auf jeden Fall irgendwo Pflicht. Hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung dabei, das passt schon so. Und die kostet 99 € bei Keebel.de. Dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die zwei SSDs, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2733,11 €. Und das System kostet 3299 €. Das heißt, ihr bezahlt jetzt hier 550 € Aufpreis für ein DDR4-System mit einem Intel-Prozessor, der 2 Generationen älter ist als halt eben die aktuellste Serie. Das ist kompletter Quatsch. Und wenn das jetzt so ein Marktplatz wie Otto oder so wäre, hätte ich ja gesagt, ja gut, ein paar Prozent gehen auch dahin oder was. Nein, das ist deren eigener Shop. Würde ich mir niemals kaufen, das Ding. A, wegen dem Aufpreis, B, DDR4, C, der veraltete Prozessor und beim RAM weiß man nicht genau, was man kriegt. Immer die gleichen Geschichten. Zumal es eben bei diesem Preispunkt so viele Alternativen gibt. Schauen wir uns mal den von Hardware Deals an. 14.700 kF mit einer 4090 und 32 GB DDR5 RAM. Sind wir im aktuellsten Bereich unterwegs, kostet fast das gleiche. Das gleiche bei Systemtreff. 14.700 kF, ihr bekommt hier 6000er RAM, 32 GB, CL36 ist es auch nicht so sauber, aber ja, ne, ist halt mit dabei. Und eine 4090. Bei Krotos haben wir diesen hier, 3290 €. Auch im 14.700 kF, eine 4090, 32 GB, 6000er CL30 Kit. Auch super. Und bei MyPC, gut, der ist jetzt ein bisschen teurer als der von Arcom, auch eine 4090, eine 14.700 kF. Na, es ist immer das gleiche. Auch hier CL30 RAM. Also ihr findet ohne Ende Alternativen. Und das sind jetzt so 4 Shops, wo ich sagen würde, die verarschen euch nicht. Die haben auch Ausreißer. Sei es MyPC, sei es Krotos, sei es Dubaro oder auch Systemtreff. Da sind Ausreißer drin, aber es ist halt einfach so, das sind so Shops, wo ich dann sage, okay, guckt euch da mal ein bisschen um, wenn ihr da was kauft, ihr werdet jetzt nicht hardcore verarscht und habt nicht diese immensen Aufpreise, wie der hier mit 550 € Aufpreis. Finde ich schon ein bisschen happig. Wie immer, lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.